Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal Hen96. Ja, die letzten paar Tage waren mal wieder etwas ruhiger um Hannover 96, bis Martin Kind mal wieder ein paar Aussagen getroffen hat bei einem Interview zur Torwartfrage. Ja, die Torwartdiskussion habe ich in den letzten paar Jahren, habe ich auf meinem Kanal in den letzten 4 Monaten eher ausgelassen, weil mich die sehr aufgeregt hat in den letzten 2, 3 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Nochmal zur Rekapitulation, was ist eigentlich überhaupt passiert? Also, wie war der Ablauf? 2018, 2019 fing die ganze Chose an. Michael Esser, absoluter Stammtorwart, bester Mann bei 96 in der Abstiegssaison. Esser, ja, hat immer mit ein paar anderen Vereinen kokettiert, sage ich jetzt mal, wollte wohl in die Erstliga wechseln, aus der zweiten in die ersten. Nach der Saison 18-19, wo ja bekanntlich André Breitenreiter und Thomas Deutsch Trainer von Hannover 96 waren, kam Mirko Slomka, ein altbekannter Hannover 6, bei Hannover 96. Ja, dieser Herr Slomka wollte natürlich ein paar Spieler mitnehmen, die er schon kannte. Ist ja klar, würde ich auch so machen. Dann hat er seinen Freund Ron Robert Zieler wiedergeholt. Also, Sommer 2019, 3 Wochen ist er im Amt, erster Transfer von Slomka, Ron Robert Zieler. Dann haben wir eine Torwartdiskussion völlig unnötig aufgemacht, sage ich ganz ehrlich, wie es war. Da hatten wir 4 Torhüter. Esser, Zieler, Schauner war damals noch da und Leo Weinkauf. Diese 4 Torhüter, allesamt, bis auf Weinkauf zu dem damaligen Zeitpunkt, 3 Torwerte, die absolut in der zweiten Liga Mitte mithalten können. Überdurchschnittliches Zweitliganiveau waren. Okay, Schauner noch vielleicht ein bisschen über den Zenit, aber trotzdem immer noch gut genug für die zweite Liga. Zumindest als Ersatzmann. Weinkauf war klar, dass man ihn ausleihen wollte. Alles okay. Dann stellte sich natürlich die Frage, wer spielt jetzt? Der Freund von Slomka ist ja ein offenes Geheimnis, Ron Robert Zieler, mit dem er Europa League gespielt hat und so weiter. Oder Michael Esser, der in der ersten Liga super Leistung gezeigt hat. Jo. Was kam dann? Zieler war konkurrenzloser Stammspieler. Michael Esser wurde einfach so an die Seite gedrückt. Ja, also das war schon sehr fragwürdig, weil es gab damals keine Argumente, warum ist denn Ron Robert Zieler jetzt besser als Michael Esser, der, wie ich schon gesagt habe, eine sehr gute Saison gespielt hat bei 96. Der saß ununterbrochen auf der Bank. Das war sehr fragwürdig, hat sehr viel Protest auch ausgelöst bei den 96-Fans, ehrlich gesagt auch bei mir, weil ich das nicht verstanden habe, warum man so ein Fass aufmacht, obwohl man mit Esser und Schauner und Weinkauf so gut besetzt war. Das war meiner Meinung nach unnötig, aber egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Winter 1920, Anfang 2020. Esser natürlich unzufrieden, wie gesagt, wird erst in Liga spielen. Geht ablösefrei, wohl bemerkt, obwohl er noch Vertrag hatte, zu Hoffenheim. Zugegebenermaßen, Hoffenheim hat er keine Rolle gespielt, ein paar Mal auf der Bank gesessen, mehr nicht. Dann war ja Mirko Slomka schon wieder weg, dann kam Kenan Kocak. Und der Kenan Kocak hat Ron Robert Zieler auf Stamm gespielt, Martin Hansen wurde geholt, Michael Reit-Hajcak wurde geholt in dem Winter, Esser ist wie gesagt weg. Kenan Kocak war aber der Meinung, Zieler ist nicht gut genug für uns, was kompletter Schwachsinn war. Mal eben bemerkt, das war einfach Unsinn. Zieler hat keine super Saison gespielt in der zweiten Fußball-Bundesliga, aber auch keine schlechte, eine mittelmäßige. Wen wollte er wieder haben? Es war unglaublich. Wen wollte er haben? Den Kollegen Michael Esser. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Jahr vorher noch abserviert praktisch. Ach, Michael, dich wollen wir nicht mehr haben, jetzt haben wir den Ron. Trainerwechsel? Ach, Michael, du bist jetzt wieder unser Mann, jawohl. Du bist zwar der, den wir vom halben Jahr weggeschickt haben, aber der Ron ist jetzt nichts mehr für uns. Was ist das denn? Zieler wird praktisch weggeschickt. Man könnte auch sagen, der wurde nicht nett. War kein nettes Geschäft, muss man ganz ehrlich sagen. War schmutzige Wäsche damals. Laie nach Köln. Kind, Zitat, wir hätten ihn gar nicht verpflichten dürfen damals. Was ist das denn für ein Zitat? Jetzt mal ganz im Ernst, es ist nicht ein Jahr zurück, aber da könnte ich mir das heute über drauf hin. So geht man mit einem verdienten Spieler, Ron Robert Zieler, nicht um. Das ist unwürdig für Ron Robert Zieler und jedem Spieler, der für 96 gespielt hat. Mein Kind sagt also, dass Zielers Verpflichtung ein absoluter Fehler war. Das kann man machen, wenn der Spieler endgültig weg ist. Aber Ron Robert Zieler ist bis heute 96-Spieler. Der ist nur ausgeliehen. Da kann man doch so eine Aussage nicht tätigen. Man kann doch seinen eigenen Spieler nicht so diskreditieren. Also unglaubliche Aussage, muss man ganz ehrlich mal sagen. Also unglaublich. Absolutes Desaster im Verein. Der eine sagt, Zieler muss spielen, der andere sagt, Esser muss spielen, der eine sagt, Zieler hätten wir erst gar nicht verpflichten dürfen. Was denn jetzt nun?
jetzt kommt wieder ein neuer Trainer mit Jan Zimmermann. Sitzt der jetzt wieder auf Zieler? Dann lache ich mich doch tot, wenn der auf Zieler sitzt. Also es ist, wundern würde es mich nicht mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Gut. Also nächste Saison haben wir wieder das gleiche Torwart-Desaster bei 96, Zieler, Esser, Weinkauf, Hansen. Also hat sich nichts verbessert bei 96. Und es war absehbar, dass so ein Mist wiederkommt bei 96. Meine Güte, die können sich einfach nicht darauf festlegen, wer soll jetzt unser Torwart werden. Dann haben wir noch die Personalie Leo Weinkauf. Leo Weinkauf, die letzten 2 Jahre ausgeliehen am MSV Duisburg. Absoluter Stammspieler. Hat auch eine gute Zweit-Drittligasaison gespielt. Sogar zwei gute Drittligasaisons. Jeder freut sich auf ihn. Ja, Weinkauf, das ist der potenzielle Stammspieler im Tor. Gerade auch bei Esser und Zieler 32, 33 sind. Also, die spielen jetzt nicht mehr ewig, sag ich mal. Leo Weinkauf ist Anfang Mitte 20 und hat durchaus Potenzial, muss man ganz ehrlich mal sagen. Was sagt Kind vorgestern? Ne, gestern, Entschuldigung. Was sagt er am Donnerstag? Wir haben ihm empfohlen, dass er sich einen anderen Verein sucht. Muss man sich erstmal vor Zunge zergehen lassen. Man leiht ihn aus, damit er Spielpraxis bekommt, damit er sich zeigen kann, damit er in 2 Jahren, also jetzt, legt euch endlich auf Zieler oder Esser fest oder wer anders. So schwer kann es doch auch nicht sein. Das ist mein Appell an die Verantwortungsriege. Legt euch endlich auf einen Torwart von den beiden fest. Man kann nicht mit beiden planen, weil hast du immer die Diskussion, oh, wenn der eine patzt, oh, was ist mit dem anderen? Oh, warum, wenn Zieler patzt, oh, wir hätten wir wieder Esser behalten lassen. Das ist unerträglich, diese Diskussion. Einigt euch endlich in diesem Verein. So, das war's auch mit dem Video. Ich habe die Schnauze voll mit dieser Diskussion. Das war auch das letzte Video, was ich über die Torwartfrage jetzt gesagt habe. Vielleicht nochmal, wenn was bekannt ist, aber es ist unerträglich. Man beschäftigt sich mit so einer Diskussion wieder. Mit so einer Debatte, die völlig unnötig ist, wenn man sich einigen würde und weiß, was man will. Dieser Verein weiß anscheinend nicht, was er will auf der Torwartposition. Ja, genug aufgeregt, jetzt reicht's wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Demnächst geht es um die Nationalmannschaft. Hoffen wir mal, dass ich da besser gelaunt bin. Schönen Tag noch und ciao.